Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir befinden uns hier wieder in Innsbruck. Sie erinnern sich sicherlich noch an den kürzesten Zebrastreifen, den wir in Innsbruck gefunden haben. Aber jetzt ist Innsbruck um eine Attraktion reicher. Herr Dr. Haller, um was handelt es sich jetzt hier? Ja, ich muss Ihnen sagen, ich bin fix und fertig. Also es handelt sich da um eine Farce. Da sieht man wieder mal, wenn man jemanden dran lässt, der sich nicht auskennt mit Zebrastreifen, das geht nicht. Das ist gefährlich, lebensgefährlich. Da gibt es jeden Tag Unfälle und da muss was getan werden. Herr Dr. Haller, wieso ist dieser Zebrastreifen jetzt so gefährlich für unsere Zuschauer zu Hause? Ja, man hat keine Zeit, in der Grünphase das andere Ende zu erreichen. Ein normalsterblicher Mann im gesunden, im zeugungsfähigen Alter schafft es nicht, in normaler Geschwindigkeit die andere Straßenseite in der Grünphase zu erreichen. Das heißt, wie lange genau dauert jetzt diese Grünphase? Die Grünphase dauert genau 3 Sekunden lang. Es wäre Zeit für die 100 Meter Spitzenläuferin Stefanie, weiß ich nicht mehr, wie sie Graf, heißt. Graf heißt. Stefanie Graf, vielen Dank. Diese könnte es möglicherweise schaffen. Aber ich werde mich auch zur Probe hinstellen und rübersprinten und schauen, ob ich es schaffen werde. Aber ich kann für nichts. Als Amateur? Als Amateur, muss ich dazu sagen. Untrainiert. Ja. Vollkommen untrainiert. Ja. Die Frage natürlich, was ist mit alten Leuten? Also wie schaffen die das über diese Straße dann hinüber? Die alten Leute, die sollten möglichst großräumig ausweichen, und zwar über Wilten, Altrans, Panschekofel, Glunketzer und dann auch wie zur Reichenauer Straße. Ja gut, dann Herr Dr. Haller, machen Sie sich schon mal bereit. So, ja, wärmen Sie sich einmal kurz auf. Ja, meine Damen und Herren, in freudiger Erregung stehen wir jetzt da und der Herr Dr. Haller wird gleich probieren, als Amateur, muss man sagen, als Amateursprinter, diese Strecke zurückzulegen. Man muss jetzt dazu hinzufügen, dass Steffi Graf diese Strecke in knapp 2,8 Sekunden geschafft hat. Das ist schon eine sehr, sehr gute Zeit. Ja. Sensationell, Herr Dr. Haller, Herr Dr. Haller, ein Kommentar zu Ihrem sensationellen Lauf. Aua. Spitze, einmalig. Kurzen Kommentar, bitte. Einen kurzen Kommentar, bitte. Einen ganz kurzen Kommentar, bitte.